Damen und Herren, wir befinden uns gerade beim Olymp. Und zwar in Athen. Und dort findet jetzt dann gerade die Olympischen Spiele statt. Es ist eine Sensation! Ich freue mich richtig fest und darum schalten wir jetzt live auf Athen. Werden wir dort sehen, wie Leute mit 5 Tonnen schwere Kugeln vorstossen und versuchen, möglichst viele Kegel zu treffen. Momentan bei den Cricket-Spielern, die sich am Einwärmen sind, damit sie sich natürlich gar nicht zu Schaden kommt, wenn sie dann da durch die Tür durch müssen treffen. Spiel. Und wir werden jetzt ein Seil ziehen sehen. Wir schauen, welche Gruppe das da den Kampf für sich entscheidet. Kurz, hallo. Ich bin der Valu. Wir sind am Recken für unser Sommerlager, das wir hier im Griechenland machen. Sieht man hier, dass die Zefianer gut aufgenommen worden sind und dass wir dürfen, dass die Zefianer dürfen ein Sommerlager dort machen. Und zwar findet das im August statt, habe ich gehört. Demo, was ist das? Das ist griechisch. Wir haben einen Dokumentarfilm gesehen über das antike Griechenland und ich habe gesehen, dass der Zefi macht ein Solo und ein Lager. Finde ich eine gute Idee. Was machen wir denn? Eine Woche lang weg. Also es hat jetzt hier verschiedene Brüder, also es gibt Sport, es gibt Fußball jetzt drin. Aber die machen ja sicher nur sein. Ja. Ich finde es nicht so gut. Nein, ganze Woche. Schwierig. Du musst gar nicht einmal anfangen. Das bringt gar nichts. Das ist cool, was wir dort machen. Ich kann es euch zeigen. Hier draußen. Ich bin auch gespannt, was du sagst. Schau mal da. Also es sieht schon nach sehr viel Spass aus, aber ich weiss nicht, eben finanziell. Könntest du es mal den Grosspapi fragen? Aha. Grosspapi, die Mami und der Papi wollen Geld von dir, damit der Film mal eine Woche vorgeht. Griechenland! Mit der Zefi? Ich glaube nicht, der wird so Trakiopolis ist. Da kann er weg. Ja. Danke viel mal. Ja, danke. Mach's gut. Ja. Wo du gehst, dann nehme ich. Nein, ich bin noch ein bisschen. Was soll ich wieder einpacken? Immer das Gleiche vor dem Sola. Ich weiss es einfach nie. Komm, fang einfach mal an einpacken. Schlafsack braucht man immer. Axt. Baseballschläger. Und wenn ich schon auf Griechenland gehe, nehme ich auch noch die olympische Fackel mit. Und weil ich es manchmal bequem mit habe, nehme ich den Klappstuhl mit. Und natürlich die Wasserpistole, darf auch nie fehlen. Und als letztes natürlich die Matratze, ganz wichtig. Ah, das passt alles. Philemon, was machst du da? Und die Mami schon wieder, die nervt immer. Mittag. Okay, Sommerkai, bist du Frau oder Mann? So, Nordkurs, auch nicht. Ja, Ochs, das Leben ist gehörlich. Hast du alles? Ja. Hast du eine Karte? Ja. Das schaffe ich schon.